Alles ganz normal. Herr Mausklick Komplimente machen. Normal. Bei Schnupfen Dr. Online fragen. Normal. Sein Essen mit der ganzen Welt teilen. Steckdosensüchtig sein. Normal, nur mit Punkt und Komma zu lächeln. Zu Hause zu sein, wo das WLAN sich automatisch verbindet. Und seinen Followern mitzuteilen, wo man gerade ist. Warum sollte es dann nicht normal sein, online über Geld zu sprechen und Bankprodukte zu bewerten? Warum soll es dann nicht normal sein, online Veranstaltungen zu buchen? Herzlich willkommen hier zum ITB MICE Day. Ich freue mich sehr, dass Sie zu dem Gemeinschaftsvortrag von Felix Undeutsch von Expedia Meeting Market und mir, mein Name Bernd Fritzkes, hier so zahlreich wieder erschienen sind. Folgendes gleich vorweg. Dieser Titel dieses Vortrages klingt ja schon relativ provokant. Wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben Sie einen scheiß digitalen Prozess. Ich muss allerdings ehrlicherweise gestehen, das stammt nicht aus der Feder, weder von Herrn Undeutsch noch von mir, sondern es handelt sich hierbei um ein Zitat. Und zwar von diesem Herrn, Thorsten Dirks. Seinerzeit war er Vorstandsvorsitzender der Telefonica Holding, mittlerweile Vorstand der Lufthansa. Und er hat zum Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung im November 2015 diesen Ausspruch gebracht. Und als ich das gelesen habe in der Nachberichterstattung, habe ich mir gedacht, das finde ich witzig. Ja, vielleicht ging es Ihnen auch so, es klingt ja erstmal witzig und provokant. Und unter der Prämisse dieses Zitats gucke ich mir doch mal unsere Maisbranche an, gerade hinsichtlich des Anfrage- und Buchungsprozesses von Leistungsträgern, sprich Tagungshotels, Tagungsstätten und Eventlocations. Deshalb wird mein erster Part sich auch darauf konzentrieren, Ihnen mal so einen Überblick des Status quo zu geben. Wo steht denn eigentlich unser Markt im Zusammenhang mit den Online-Portalen, um dann das auch mal zu hinterfragen, wie digital ist das eigentlich? Wenn wir uns die Portallandschaft angucken und den Buchungsprozess, dann gibt es ja immer drei Beteiligten. Das eine ist die Zielgruppe, also sprich die Veranstaltungsplaner und Einkäufer. Zum zweiten haben wir die unterschiedlichsten Portalanbieter, Online-Portale, die die Vermittlung übernehmen mit ihren technischen Lösungen und natürlich am Ende die Tagungsstätten, Tagungshotels, die davon ja auch profitieren wollen. Ich habe das jetzt mal für Sie so geclustert, die Zielgruppen, die Veranstaltungsplaner und Einkäufer. Für mich gibt es da eigentlich so, ich sag mal, drei Kategorien. Die erste, das sind so die Corporate Planner, die einen strategischen Ansatz haben. Das sind die, die große Volumina platzieren, jedes Jahr im zweistelligen Millionenbereich. Das sind auch die, wo jeder Dienstleister drum buhlt, ne? Die Konzerne, wo man weiß, da ist richtig Musik drin, da wird richtig Umsatz gemacht. Das sind die Kunden, die wir haben wollen. Doch Vorsicht, diese Kunden haben natürlich auch eine höhere Erwartungshaltung bzw. höhere Anforderungen an Systeme, an Portallösungen, Stichwort Hinterlegung von Veranstaltungsrichtlinien, Einkaufsprozesse, eigene Firmenraten und so weiter. Zu diesen gehört dann eigentlich die zweite Gruppe, die sogenannten Maverick Buyer. Das sind diejenigen, die sich eigentlich nach den Einkaufsrichtlinien ihrer strategischen Einkaufsabteilung richten sollten, es aber nicht tun aus unterschiedlichsten Gründen und somit an den vorgeschriebenen Prozessen vorbei einkaufen. Und damit gehören sie dann eigentlich zu der dritten Gruppe, zu der großen heterogenen Truppe von Veranstaltungsplanern. Das sind diejenigen, die branchenübergreifend, abteilungsübergreifend von viel oder von wenig bis viel Veranstaltungen machen, von klein bis groß. Das ist, wie gesagt, eine sehr heterogene Gruppe. Wir sprechen in Deutschland von ca. 40.000 Veranstaltungsplanern, also die sich selbst auch als Veranstaltungsplaner wahrnehmen. Diese drei Gruppen zusammen machen insgesamt einen Umsatz, jedenfalls laut Studie der GAH Consulting GmbH 2016, 82 Milliarden Euro Umsatz. So viel immer zum Thema, wir sind so eine kleine Party- und Spaßgesellschaft. Das ist übrigens 10-mal mehr, als die deutsche Rüstungsindustrie macht. Also, da ist schon richtig Musik drin und jetzt kommen die nächsten ins Spiel,
die Online-Portale oder das, was wir unter Online-Portale in der öffentlichen Berichterstattung immer so wahrnehmen. Und auch die habe ich für Sie jetzt mal so ein bisschen runtergebrochen, um zu sehen, welcher Veranstaltungsplaner bucht denn überwiegend über welche Portale. Eingangs haben wir gesprochen von den strategischen Einkäufern. Die nutzen aufgrund ihrer hohen technischen oder ihrer Anforderungen an solche Lösungen, ich nenne das mal revisionssichere Firmenlösungen, dazu gehören Portale wie Mitago, Maisportal, Cvent, auch Alum, die diese Lösung abbilden können, um diese Anforderungen der strategischen Einkaufsabteilung auch zu gewährleisten. Für mich sind das eigentlich die echten Online-Portale, da der ganze Anfrage- und Buchungsprozess ausschließlich ohne theoretisches Eingreifen, manuelles Eingreifen eines Supportsteams vonstatten geht. Diese Anbieter haben oftmals auch sogenannte, also für mich Public-Portale, öffentliche Fenster, die auch dann genutzt werden können von jedem Veranstaltungsplaner für das Hier- und Da-Mal-Buchen. Was bedeutet das? Maisportal hat ein öffentliches Fenster unter tagungsplaner.de, Mitago unter tagungshotel.com, Meetingmasters bleibt Meetingmasters. Also dort wird die gleiche Technologie genutzt, nur nicht als eigene abgeschlossene Firmenlösung, sondern auch für den Planer, der sporadisch anfragt und bucht. Hinzu kommt dann eine große Menge von Anfrageportalen. Das sind die Portale, die zwar für Sie als Veranstaltungsplaner oftmals ähnlich wahrgenommen werden wie die erstgenannten. Sie stellen ihre Anfrage online, nur oftmals ist es hier so, dass das manuelle Eingreifen eines Supportsteams nach wie vor erforderlich ist. Das sind meistens so Portale, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Sie geben so die Grunddaten ein, Destination, Termin, Anzahl, Person. Und dann fliegen da so flash-animierte Bilder durch die Gegend, Hotelketten rasseln über den Bildschirm. Man hat den Eindruck, wow, hier wird weltweit eine ganze Datenbank abgefragt. Naja, ich will mal so sagen, jeder halbwegs vernünftige Webdesigner kann heute schöne Animationen bauen. Das ist natürlich alles fake, weil da finden keine großen Abfragen statt. Es erweckt nur so den Eindruck, als wären da große Kapazität und Live-Anfragen im Hintergrund. Soll aber nicht heißen, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen negativ, diese Art der Portale haben auch ihre Daseinsberechtigung, weil sie durch ihren manuellen Support und auch mehr durch eine höhere Servicebereitschaft andere Qualitäten haben als die erstgenannten. Und zu guter Letzt haben wir dann eine weitere Kategorie von Online-Portalen, die nenne ich jetzt mal Informationsportale. Das sind eigentlich eher die darauf bedacht sind, Leistungsträger, sprich Tagungshotels, Event-Locations sichtbar zu machen, buchbar zu machen, allerdings in erster Linie darauf konzentriert sind, den Leistungsträger den direkten Kontakt zu vermitteln. So, also Informationsportale sind oftmals auch Portale, die nicht auf Provisionsbasis oder Kommissionsbasis basieren, sondern die den direkten Lead über Listinggebühren für die Kunden herstellen. Die anderen versuchen die Kommunikation immer online, also sprich auf der Webplattform zu halten, weil das sind provisionsbasierte Modelle, sodass vom Anfrage bis zum Abschluss der Buchung die Kommunikation auf dem Portal stattfindet. So, jetzt zu unserem Thema, also das ist jetzt so ein bisschen der Überblick von mir für Sie, so ein bisschen geclustert, wie die Welt der Portale und der Nutzer aussieht. Jetzt stellen wir uns aber die Frage, wie digital ist denn das jetzt eigentlich? Ja, also ist das schon so, sind wir da schon einen Schritt weitergekommen? Ich selber kann Ihnen sagen, das erste Online-Portal, was im MICE-Segment oder in der Buchung von Tagungshotels ins Leben gerufen wurde, war 2003. Und eins kann ich Ihnen auch schon sagen, seitdem hat sich nicht sehr viel verändert. Kommen wir zurück zu Herrn Dirks und seinem Zitat. Ich habe Ihnen ja gesagt, dieses Zitat hat mich dann angeregt, mal auch meine Gedanken dazu zu verfassen. Ich habe daraufhin einen Blogbeitrag geschrieben
und der witzigerweise nach wie vor jeden Monat hohe Zugriffszahlen hat. Und dann habe ich mir das mal angeguckt auf dem Buchungsprozess in unserem Markt. Und eines kann ich Ihnen sagen, wir sind zwar jetzt im Internet unterwegs, aber der Prozess hat sich nicht geändert. Wir haben nur das Medium gewechselt. Das, was wir früher über ein Faxformular gemacht haben, findet heute über ein Internetformular statt, um es jetzt mal ganz vereinfacht zu sagen. Der Prozess ist aber genauso geblieben. Früher war es so, wir haben eine Faxanfrage ins Hotel geschickt, das Hotel hat dann vielleicht per Fax zurückgeantwortet, dann haben wir die Angebote gesammelt, dann hat man den Vertrag angefordert und dieser Prozess, der RFP-Prozess oder der Anfrageprozess, der hat sich ja durch die Online-Portale nicht geändert. Das heißt, wenn man Digitalisierung, und dazu wird mein Kollege Felix Undeutsch gleich sicherlich noch ein bisschen mehr was sagen, auch in Verbindung setzt mit Automatisierung, kann ich nicht feststellen, dass wir einen höheren Grad der Automatisierung erreicht haben. Also der Prozess an sich hat sich nach meiner Einschätzung nicht geändert. Und dass das auch so ist, ist in einer Veranstaltung, die wir von der Vereinigung durchgeführt haben, Ende letzten Jahres nochmal deutlich geworden. Dort haben wir gemeinsam mit Visit Berlin Partner Hotels und Visit Berlin Convention Partners eine Veranstaltung, eine kleine, kompakte Veranstaltung, sieht man auch hier unter dem Motto Verständnis ins Leben gerufen. Und da war das eigentlich so, dass wir wollten, dass Veranstaltungsplaner in den Dialog mit Hotels treten und umgekehrt, um sich mal auszutauschen, wo sind denn eigentlich unsere Needs, unsere Probleme, warum funktioniert das nicht und so weiter. Da sind natürlich vielerlei Themen angesprochen, aber ein Hauptproblem war auf Seiten der Veranstaltungsplaner, dass sie gesagt haben, wisst ihr, liebe Hotels, ihr redet da immer innerhalb von 24 Stunden und Geschwindigkeit und wir haben aber immer nach wie vor seit vielen, vielen Jahren das gleiche Problem. Wir halten keine bedarfsgerechten Angebote und immer stark zeitverzögert und von Geschwindigkeit kann keine Rede sein. Und dann ist Herr Czernik aufgesprungen, ja, als Vorsitzender von Visit Berlin Partner Hotels und Hoteldirektor vom Pullman Schweizer Hof und hat gesagt, naja, Sie müssen auch mal verstehen, wie unsere Welt mittlerweile aussieht. Ein und dieselbe Anfrage wird mittlerweile über 6, 7, 8 Kanäle uns ins Hotel gesendet. Das fängt damit an, da werden über Seavent erstmal die Kapazitäten angefragt. Aha, dann sind die Kapazitäten frei. Dann ruft der Bedarfsträger aus dem Unternehmen unseren Accor Key Account Manager an. Der schickt die Anfrage uns rein. Mittlerweile sind da aber auch dann noch 2, 3 Praktikanten zugange. Und in der Welt der Online-Portale bläst man mal die Anfrage auch noch ein paar Mal raus. Könnte ja sein, dass ich es irgendwo billiger kriege. Also am Ende des Tages ist es so, dass wir ein und dieselbe Anfrage für das ein und dasselbe Event über vielerlei Kanäle bei uns auflaufen. Was hat das zur Folge? Naja, wenn ich 7, 8 Mal die gleiche Anfrage kriege, die möchten alle auch bedient werden, die Kanäle. Der Aufwand wird aber viel höher. Es wird viel ineffizienter, wo wir wieder beim Thema sind, im Spannungsfeld zwischen Effektivität und Effizienz. Wir haben mittlerweile über 100 Online-Portale und da will ich auch gleich mal sagen, in der öffentlichen Diskussion reden wir immer von Online-Portalen. Ich hoffe, das hat Ihnen eben auch so ein bisschen einen kleinen Einblick gegeben. Online-Portal ist nicht gleich Online-Portal. Aber wir haben insgesamt über 100 Portale. Die Logos, die Sie hier sehen, das sind die, die mich dafür bezahlt haben, dass ich sie hier mit auf die Leinwand nehme. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Also über 100 Online-Portale haben wir und alle arbeiten nach dem Anfrageprinzip, so wie wir es von früher kennen, so wie der Prozess früher schon war, was im Endeffekt einen höheren Aufwand auf Seiten der Leistungsträger bedeutet. Die Leistungsträger wissen gar nicht mehr, wer von Ihnen ist aus der Hotellerie? Ja? Also können Sie das bestätigen, dass in den Bankettabteilungen teilweise massig Anfragen auch und
da liegt die Gefahr schon nahe, dass der Löschen-Button im E-Mail-Postfach der beliebteste wird. Ja? So sieht die Realität aus. Deswegen die Frage, ist das überhaupt noch handelbar? Ist das für die Leistungsträger noch handelbar und liefert das auch überhaupt einen Mehrwert? Ich bleibe dabei, der Prozess hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht geändert. Wenn wir dieses Bild uns wieder ansehen, eine Vielzahl von Portalen, natürlich unterschiedliche Wege. Die Frage ist, wie geht es da weiter? Aber Moment mal, so stimmt das nicht mehr. Denn in den letzten anderthalb, zwei Jahren hat sich natürlich auch da vieles geändert. Und was sich da geändert hat und wie eventuell auch der Prozess zukünftig digitalisiert und richtig digitalisiert wird, das wird Ihnen jetzt gleich der Felix Undeutsch erklären. Ich sage erstmal soweit vielen Dank. Ja, vielen Dank, Bernd, für die Übergabe. Hallo, herzlich willkommen. Was ich kurz machen würde, also Bernd hat gerade über diesen Scheißprozess gesprochen, um zu verstehen, wie wir diesen Prozess quasi in die Zukunft tragen. Was ich gemacht habe, ich habe mich kurz hingesetzt und gesagt, wie haben das denn andere Industrien gemacht? Ja? Also wir haben andere Industrien ihre Prozesse optimiert und wir haben andere Industrien am Ende des Tages Effizienzsteigerung erfahren, automatisiert und so weiter und so fort. Und ich habe mir dann mal drei Industrien angeguckt. Die erste ist ganz normal, kennen Sie alle, Supermarkt, gehen Sie rein, Sie kennen das ja, in der Schlange stehen, der Kollege hier will noch schnell zur Party, Kasten Bier, hat eigentlich überhaupt keine Zeit. Also sehr, 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 sehr langwieriger Prozess, natürlich manuell, Barbezahlung und so weiter. Wie ist es heute oder wie wird es zukünftig aussehen? Das kennen vielleicht einige von Ihnen. Amazon Go als Beispiel. Ja. Amazon Go wurde gerade in Seattle getestet. Was passiert hier? Ich gehe rein, check in mit meiner App, nehme mir die Produkte, die ich will und innerhalb von ein paar Minuten habe ich halt eine meiner Produkte zusammen und dann gehe ich raus und das war's. Ja. Sofort, ohne irgendwie einen manuellen Bezahlprozess zu haben, gehe ich raus aus dem Laden und habe bezahlt, weil der Laden versteht, was ich, also der Laden versteht, was ich eingekauft habe, tut es in meine manuelle, in meine digitale Börse sozusagen, ich gehe raus und zahle sofort voll digital. Ja. Anderer Prozess wäre, was habt ihr hier mit der Slide gemacht? Das verrutscht. Banking, ja, kennen Sie alle noch sicherlich, wie findet eine Banktransaktion statt? Man geht in die Bank, in die lokale Bank, füllt den Überweisungsträger aus, hat hoffentlich keinen Rechtschreibfehler und hoffentlich keinen Zahlendreher. Plus, die Thematik hier ist, ich muss natürlich dann zur Bank gehen, wenn die Bank offen hat. Ja, also sprich, werktags von 9 bis 17, wie findet das heute statt? Ganz normal über App. Ja. Ich gehe in meine App rein, entscheide, wer diese Überweisung zu bekommen hat. Tippfehler sind da relativ unwahrscheinlich, weil alles schon abgespeichert, vorab gespeichert ist. Und ich kann das im Übrigen von überall aus der Welt machen, wann immer ich will, tags, frühs, nachts. Ich muss nie warten, bis die Bank geöffnet hat. Ja, so war Banking. Und jetzt noch ein bisschen ein Real-Life-Example hier. Wie haben wir die Mann, Frau fürs Leben gefunden? Ja, auch kennen vielleicht noch alle. Durchschnittsalter hier vorne ist ein bisschen jünger, aber da hinten wird es dann schon langsam älter. Also Schuldiscos, ne? Studentenpartys, manuelle Prozesse. Also ich als männlicher Teilnehmer hier kenne das noch. Man muss den ganzen Abend investieren in verschiedene Drinks, damit hoffentlich am Ende des Abends die Angebetete sagt, ja, hier ist meine Telefonnummer, wir können über die nächste Phase sprechen. Und die Jungen hier vorne, ich schätze mal, seid so irgendwie Anfang 20, bei euch läuft das so ab, ja, voll automatisiert, unromantisch, swipe rechts, swipe links, ist halt Tinder, ja. Das ist so, wie es heute stattfindet und wie gesagt, man könnte es noch ewig weitermachen und by the way, also bevor jetzt ja alle sagen, was ist mit dem los hier, also ich sage nicht, dass das irgendwie mein präferierter Prozess ist, ich komme eher aus der Oldschool-Ecke da, also habe diese Dance-Moves auch mitmachen müssen, aber die Realität ist halt, dass die junge Generation eben so tickt, ja, und die Frage ist jetzt im Endeffekt, was haben diese drei Prozesse, also Banking, Retail und Banking und Dating, was haben die gemeinsam und wie überträgt sich das denn jetzt auf unsere Tagungsproblem, unsere Tagungsthematik? Und da habe ich mal kurz reingeguckt und habe festgestellt, dass alle diese drei Prozesse und Services drei Dinge gemeinsam haben. Zuallererst, die sind wahnsinnig schnell.
Ja, diese Prozesse sind wahnsinnig schnell. Und warum ist das so? Warum muss es schnell sein? Der Grund ist, dass in den letzten Jahren über Online-Banking, Online-Shopping, was auch immer, es schon eine Steigerung der Effizienz gegeben hat und eine Erwartungshaltung sich entwickelt hat, dass alles nun schnell stattfinden muss. Also der Sascha Lobo hat das letztens in Berlin auf der MaxCon, war es glaube ich, beschrieben, der hat das eine digitale Ungeduld genannt. Aufgrund der Tatsache, dass Online-Prozesse relativ schnell sind, also schneller als die Offline-Prozesse zumindest, entwickelt sich eine digitale Ungeduld und auf einmal entsteht die Erwartungshaltung, dass alles im Leben super schnell sein muss. Ja? Und Sie merken das vielleicht auch selbst, wenn Sie mal Mittagspause haben, Sie müssen irgendwie in Ihrer Dreiviertelstunde Mittagspause wahnsinnig viel reinpressen. Also Sie haben keine Lust, irgendwie eine Viertelstunde im Restaurant zu warten oder aufs Essen zu warten, sondern Sie wollen eigentlich in Ihr Restaurant, in Ihren Laden reingehen, Essen nehmen, rausgehen. Vielleicht kurz als Background, ich wohne in London, da gibt es ein Versprechen in einigen lokalen Restaurants, wenn man zur Mittagspause reingeht, dass das Essen innerhalb von 2 Minuten ausgegeben wird. Ja, also es ist dann quasi ein To-Go. 2 Minuten maximal, wenn es länger dauert, kriegt man sein Geld zurück. Ja, also ein 2-Minuten-Promise, muss schnell gehen. Also sprich, die Online-Prozesse haben eine digitale Ungeduld entwickelt und mittlerweile muss alles schnell gehen. Und diese Beispiele Amazon, das Banking-Beispiel, Tinder-Beispiel, die sind einfach sauschnell. Ja. Das nächste ist Einfachheit. Ja. All diese 3 Prozesse sind super einfach. Kann jeder. Ja, Tinder rechts, links kann theoretisch jeder. Die Frage ist nun, warum ist das relevant? Warum ist es wichtig, dass Dinge einfach sind? Der Hintergrund ist hier, dass wir haben in den letzten Jahren eine Informationsflut, eine Überflutung von Messages, eine Überflutung von Nachrichten. Sie kennen es selbst, WhatsApp, SMS, E-Mail, Text, E-Mail, was auch immer. Ja, kommt Facebook-Nachricht, StudiVZ gibt es bei euch nicht mehr, glaube ich, oder? Okay, also StudiVZ-Nachricht ist raus, ein Kanal weniger, super. Aber die Problematik hier ist, dass man überschüttet wird mit Informationen. Ja, Überschüttung, ein digitaler Overkill sozusagen. Das Problem, was daraus entsteht, ist, dass die Leute oder niemand mehr Zeit für irgendwas hat, sich mit irgendwas zu befassen. Bedeutet, Lösungen müssen einfach und intuitiv sein. Ich kann mich nie mit einem, im Beispiel Tagungsbereich, mit einem Anfrageformular beschäftigen, wo ich erstmal verstehen muss, Bestuhlungsvariante, Hauptraum, Gruppenraum. Hä? Was ist das? Hauptraum, Gruppenraum? Ich will einfach nur kurz einen Meetingraum buchen. Ja? Also das bedeutet, die Formulare, die es da heute gibt, was der Bernd gerade beschrieben hat, sind einfach zu komplex und sind nicht intuitiv. Bedeutet, die Abbruchquote von diesen Buchenden ist sehr, sehr hoch. Sehr, sehr wenige Angebote konvertieren am Ende des Tages und der Prozess ist einfach Wahnsinn. Sprich, all diese Services sind super einfach, intuitiv, ohne irgendwelche Reibungsverluste. Und die dritte Thematik ist hier Automatisierung. Automatisierung bedeutet im Endeffekt, dass Standardprozesse automatisiert abgebildet werden können. Also es ist nicht mehr so, dass irgendwie, ich mache ein Beispiel, wenn Sie ein Taxi, Sie schlafen hier vorne gleich ein, ist alles okay oder ist das gut? Die Stühle sind ja auch super bequem, ich habe auch gerade... Automatisierung bedeutet, mal ein Beispiel, wer hat schon irgendwie MyTaxi benutzt, die App in Deutschland hier? MyTaxi, hier genau. Uber, ist das ein Thema? Uber, ja. Musste bei der App MyTaxi irgendwann angerufen werden, in eine Taxizentrale? Hat da irgendwie ein Funkspruch stattgefunden? Ja, wahrscheinlich nicht. MyTaxi und Uber basiert auf Geodaten. Ja, die App versteht, wo ich bin, die App versteht, wo das nächste Taxi ist und ordert das Taxi vollautomatisiert, ja, vollautomatisiert, ohne dass da irgendwie ein Funkspruch rausgeht und die Taxi, der Taxiunternehmer, der die meisten Schmiergelder zur Taxivereinigung zahlt, dann den Zuschlag bekommt. Nee, bei Uber ist vollautomatisiert und das sorgt dafür, dass ein Prozess wahnsinnseffizient ist. Jetzt natürlich die Frage, was hat das mit Mais zu tun? Ja, und wie kann man Mais und Tagungsanfragen, wie kann man die ähnlich effizient machen, wie es Uber ist, wie es Amazon ist, wie es Tinder ist und so weiter. Und da gibt es im Endeffekt 3 Themenfelder. Das erste ist Live-Preise. Live-Preise bedeutet in dem Moment, wo die Bankettdame im Hotel eine Eingabe ins System macht, sie sofort einen Preis zurückbekommt. Sofort live, basierend auf ihren
Bauchgefühl, was sie bisher immer quasi höchst manuell gemacht hat. Also sie hat ja verschiedenste Gedanken im Kopf hinsichtlich Pricing. Also wenn sie ein Angebot schreibt manuell, denkt sich, ja, die Vorlaufzeit für diese Anfrage ist ein halbes Jahr. Die Gruppe ist irgendwie 30 Personen. Da werden wahrscheinlich 5 nicht kommen. Haben wir noch 25. Das ist ein Mittwoch. Das ist ein bisschen doof, weil eigentlich will ich den Mittwoch mir frei halten für Veranstaltungen, die von Dienstag bis Donnerstag gehen. Und basierend auf diesen Regeln, die die Bankettmitarbeiterin hat im Hotel, werden Preise manuell erstellt. Wenn wir diese Regeln, diese Bauchregeln jetzt in eine Maschine packen würden, ja, die diese Bauchregeln quasi in Businessregeln übersetzt, wäre der Dame schon mal viel geholfen, weil sie nicht mehr irgendwie Pi mal Daumen sich überlegen muss, was sie bepreist. Und die Maschine sagt es einfach. Das ist der Preis basierend auf Vorlaufzeit, Nachfrage, Pickup-Analyse, was auch immer, hochautomatisiert und auf Knopfdruck. Und der nächste Schritt ist jetzt, wenn das nur noch die Bankettdame im Hause hätte, sondern auch der Kunde direkt vielleicht auf der Website sehen würde, wäre ihm schon mal viel geholfen, weil wir haben ja vor uns von Bernd gerade gelernt, diese Prozesse einer Veranstaltungsanfrage, die sind ja theoretisch unendlich. Ja? Beispiel, wir buchen eine Veranstaltung mit 30 Personen ein, auf einmal fällt uns ein, Geschäftsführer kommt einen Tag eher, braucht eine Übernachtung extra. Also diese Buchungs- und Anfrageprozesse sind ja letztendlich ewig. Das bedeutet, wenn wir die Möglichkeit hätten, Live-Preise auf der Website darzustellen eines Hotels, wo der Anfragende direkt seine Neueingaben, seine neuen Anforderungen direkt selbst eingibt, müsste nicht mehr am Hotel anrufen. Und er kann das auch machen, wann er will. Ja? Egal, ob die meist Tagungsmitarbeiterin im Hotel gerade im Urlaub ist, ob sie krank ist oder ob sie eben gerade schon im Feierabend ist. Vollkommen egal, es geht immer. Das ist quasi der erste Schritt, wie dieser ineffiziente Prozess gelöst werden könnte. Der zweite Schritt ist das Thema Verfügbarkeiten. Wenn wir jetzt die Informationen haben, okay, ich weiß, was es mich kostet, basierend auf all diesen Business-Regeln, die da im System hinterlegt sind, Vorlaufzeit und so weiter und so fort, ist ja die nächste Frage, ist das denn noch verfügbar? Also kann ich das denn theoretisch buchen oder ist da vielleicht schon für den gleichen Tag jemand anders eingebucht oder ist der Raum nicht mehr verfügbar oder was auch immer? Sprich, wenn wir es schaffen würden, in der Tagungswelt Live-Verfügbarkeiten irgendwie darstellen zu können aus den Systemen der Hotellerie, der Property-Management-Systeme und so weiter, der Bankettsysteme und so weiter und so fort, wäre so, ebenfalls sofort der Bankettmitarbeiterin als auch dem Kunden geholfen, wenn wir es dann noch am Ende des Tages vielleicht irgendwo online zugänglich darstellen würden. Und der dritte Baustein ist die Live-Buchung. Das bedeutet, wir haben jetzt verstanden, super, das ist der Preis, alles klar und super, es ist noch verfügbar. Aber jetzt kommt noch eine ganz andere Frage. Zu welchen Konditionen kann ich das denn buchen? Ja, Zahlungsbedingungen als Beispiel, auf Rechnung oder auf Kreditkarte als Beispiel, beziehungsweise Depositregelungen, Stornofristen, bis wann kann ich wie viel stornieren und so weiter und so fort. Sprich, wenn wir diese drei Dinge hinbekommen würden, dann hätten wir aus dem Scheißprozess einen, ich würde mal sagen, ziemlich effizienten Prozess gemacht. Wir hätten die Tagungswelt überifiziert, amazonifiziert, wir hätten sie tinderisiert, was auch immer. Ja? Jetzt sind aber die Experten unter uns, die werden schon sagen, ja, schöne Vision, super, aber Tagungen sind ja viel zu komplex. Ja? Da gibt es so viele Unwägbarkeiten und so viele Ausnahmen und so viele Sonderwünsche, kann man niemals standardisieren. Weil wir haben ja gerade gelernt, Automatisierung geht nur über Standardisierung. Wenn ich etwas nicht standardisieren kann, kann ich es nicht automatisieren. Ja, das ist einfach der Punkt. Und Tagungen sind ja absolut unique. Ich kann sie nicht standardisieren. Da lasse ich aber kurz die Daten sprechen. Ganz kurz, die X-Achse zeigt Ihnen die Anzahl der Teilnehmer und die Y-Achse links zeigt Ihnen den absoluten Anteil an Veranstaltungen. In dem Fall ist es Deutschland. Ja. Das bedeutet, was Sie hier sehen, ist, dass 75% aller Veranstaltungen in Deutschland unter 30 Teilnehmer sind. Ja, also totales Standard-Business, langweilig, unsexy, braucht einfach einen Meetingraum, 5 Leute, Beamer, Leinwand, Flipchart. Ist leider die Realität. Also für alle, wer ist Eventplaner? Wer kommt aus einer Eventagentur? Okay, sorry an euch. Natürlich, ich sage natürlich, hey, Emotionen, Meeting muss Emotionen vermitteln, Corporate Identity muss gewahrt sein und wir müssen noch irgendwie die Values müssen transportiert werden. Alles klar, stimmt schon. Ich würde aber behaupten, dass das wahrscheinlich irgendwie eher der rechte Teil der Achse ist. Ja. Es gibt einfach einen Teil des Geschäfts, was höchst standardisiert und höchst unsexy ist. Da geht es einfach darum, ich brauche einen Raum, ich muss mich kurz treffen, weil der CEO fliegt gerade von sonst wo ein, wir müssen uns in Frankfurt am Flughafen treffen und muss kurz irgendwo
Meetingraum buchen. Das ist leider einfach die Realität. Der Punkt ist jetzt, jetzt sagen euch alle, ja, was sollen noch die Eventplaner machen? Was sollen noch die Bankettmitarbeiter machen, wenn wir das alles an irgendeine Maschine abgeben, künstliche Intelligenz und so weiter? Der Punkt ist, dass sie im linken Teil sparen sie mega viel Zeit, ja, weil sie einfach automatisieren, standardisieren. Die Zeit, die sie im linken Teil gewonnen haben, sprich, das ist der Großteil der Anfragen, den können sie als Eventplaner bzw. als Bankettmitarbeiter im Haus darauf verwenden, dass sie die Kunden, die wirklich hohe Warenkörbe, also wirklich Warenkörbe mal mit über 3.000, 4.000 Euro, was der Standard wäre in Deutschland, also die Warenkörbe, die vielleicht tendenziell fünfstellig sind, dass man da wirklich Zeit, Liebe, Charisma und so weiter investiert, damit man die Kunden wirklich pampert. Ja? Also links Standardisierung, das will man eigentlich gar nicht anfassen, weil die Warenkörbe viel zu klein sind. Rechts, da will man die Liebe investieren. Sprich, die Message hier ist, es geht nicht darum, irgendwelche Jobs redundant zu machen oder irgendwie eine Kündigungswelle in der Eventplanerindustrie auszulösen. Überhaupt nicht. Es geht darum, den Job im linken Teil einfacher zu machen, um mehr Zeit im rechten Teil zu haben. Das ist ganz essentiell und wesentlich. Also AFP wird nicht aussterben. AFP soll bitte nur aussterben für den linken Teil. Gut, jetzt haben wir das verstanden. Jetzt natürlich die Frage, ha, kommt da nie, ja, wir verstehen jetzt Live-Pricing, Live-Availability, Live-Booking, alles klar. Wir haben verstanden, dass es Sinn machen würde, standardisierte Prozesse und so weiter und so fort, aber 2020, 2025 passiert da nie. Die Realität ist, dass es heute bereits schon einige machen und nutzen. Ja. Ich habe hier mal vertretungsweise ein paar aufgelistet. Die linke Seite sind die Einkäufer bzw. die Nachfrageseite. Die rechte Seite wären die Hotelseite, die das bereits nutzen. Also wir haben, ich kann ja natürlich nur für die Systeme sprechen oder die Player sprechen, mit denen wir zusammenarbeiten. Es gibt noch viele andere Systeme da draußen, die andere Hotels sowie Nachfrager supporten. Das ist nur mal eine Repräsentation. Also was Sie jetzt zum Beispiel sehen auf der linken Seite ist, Mitago, Tagungshotel.com, Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn ist wahrscheinlich mit Abstand der größte Einkäufer in Deutschland im Tagungsbereich, die jetzt gerade im letzten halben Jahr daran getestet haben, das bei sich zu implementieren im Prozess und jetzt langsam anfangen, in den nächsten Monaten Stück für Stück einen Teil ihrer Meetings da einzubuchen. Nur kurz als Hinweis, die Deutsche Bahn, wer denkt, dass die Deutsche Bahn pro Tag insgesamt mehr als ein Meeting hat? Also außerhalb der eigenen Konferenzräumlichkeiten mehr als eins, komm, Arme hoch. Also es sind 300.000 Mitarbeiter, die werden sich ja wohl ab und zu mal treffen. So, wer denkt mehr als 10? 10 Meetings am Tag. Mehr als 20 Meetings am Tag. Ja, oh, jetzt gehen die Arme schon runter. Ich muss kurz rechnen, pro Tag, also ich kann es gerade pro Tag, ja, also pro Jahr machen die ungefähr 7.000 Events. Ja, 7.000 Events macht die Deutsche Bahn mit diesem Scheißprozess, der Bernd gerade ausgeführt hat. Das heißt, das Ziel als Beispiel eines Einkäufers wie der Deutschen Bahn würde es sein, einen Teil zu automatisieren. Ja, und es gibt andere Player, die das eben in Deutschland austesten. Auf der anderen Seite haben wir ein paar Hotels, die das bereits testen, haben vielleicht unsere Presse entnommen, Best Western, letztes Jahr hat in einen Deal gesigned als Beispiel, das jetzt zukünftig zu implementieren. Andere Teilnehmer wären zum Beispiel ganz weit vorne, ist momentan NH, das noch zu erwähnen, die jetzt in den nächsten Wochen starten, das live zu bringen. In Deutschland wäre ein Beispiel Lindner, auch eine sehr innovative Kette momentan, die wirklich versucht, da schneller am Markt zu sein und viele andere. Also sprich, es ist kein 2020-Thema, es ist wirklich ein Jetzt-Thema. Also es ist bereits am Markt und es beginnt sich langsam durchzusetzen. Gut, so viel die Theorie. Jetzt kommt die Fleischware sozusagen. Ich würde es gerne einfach mal live zeigen. Also ich kann es nicht live zeigen, weil das Wi-Fi hier hat sich nie als so sonderlich super, wie sagt man dazu, schnell erwiesen. Deshalb habe ich ein Video voraufgezeichnet, dass wir uns einfach angucken. Was macht das Video? Vielleicht ganz kurz. Es zeigt auf der einen Seite den Prozess aus einer Hotelperspektive, also wie diese Buchungsmaschine auf der hoteleigenen Website implementiert wurde. Sprich, wie in dem Fall Lindner, die Buchungsmaschine seinen eigenen Kunden zur Verfügung stellt, um seine eigenen Kunden schneller abzuarbeiten im kleinteiligen Bereich. Der zweite Teil des Videos zeigt Ihnen eine Agenturseite, sprich, wie eine Agentur versucht, seinen Kunden, nie eben in dem Fall nur Lindner Hotels, sondern einen gesamten Marktplatz anzubieten, um zum Beispiel für Berlin
30, 40, 50 Hotels live sofort darzustellen. Das sind quasi die beiden Teile des Videos und ich werde das direkt kommentieren. Also ich werde gleich ein bisschen schneller sprechen eventuell, wie gesagt, voraufgezeichnet, aber ich versuche Ihnen live zu erklären, was in dem Moment passiert. Ja? Fangen wir mal an. Alles klar. Ich muss ganz kurz einen Kommentar ablassen. Ich war die ganze Zeit verwirrt mit der Präsentation. Das ist die Präsentation von der letzten Veranstaltung, Bernd. Tut mir leid, ihr habt die falsche hier reingepackt. Oder Mandy, je nach Mandy. Ich muss ganz kurz nachdenken. Ich glaube, das ist das Mitago-Video, aber das Video danach weiß ich gerade nicht. Also ich kommentiere einfach das Mitago-Video in dem Fall jetzt. Ist okay, passt. Alles klar, brauchst jetzt nicht rennen. Gut, dann angeschnallt. Also, Mitago. Gut, das Video ist nicht hinterlegt. Könnt ihr eventuell das Video abspielen? Mensch, ja. Habe ich euch alles vorletzte Woche zugeschickt. Ihr habt 3 Wochen Zeit gehabt und nichts ist passiert. Ja, ansonsten, weiß nicht. Vielleicht können wir kurz zwischenzeitlich tindern, wenn Sie kurz alle die App downloaden. Haben wir noch irgendwie die Zeit ein bisschen mehrwertig genutzt. Was kann ich noch erzählen? Ansonsten, läuft. Gut, super, muss ich nicht reden. Also, das ist in dem Fall, können wir mal kurz Pause drücken? Ganz kurz, sorry. Pause. Okay. Das ist jetzt die Lindner Startseite in dem Fall. Das wurde quasi jetzt hier schon gesehen, also der Kunde, also die Perspektive jetzt des Endkunden, der auf die Lindner Website geht, hat jetzt in dem Fall gesagt, ich möchte in Hamburg tagen, ich möchte am 12.04. tagen, einen Tag, 15 Personen, einen Raum. Sehr, 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 sehr breite Abfrage und was jetzt im nächsten Schritt passieren wird, ist, dass der Kunde sofort ein Suchergebnis bekommt für diese Anfrage. Jetzt kannst du wieder auf Play drücken. Kunde drückt auf Suchen, sucht nach einem Raum, kriegt eine sehr, sehr, sehr breite Abfrage und kann jetzt im nächsten Schritt, kann vergleichen, klar, sieht sofort die Ergebnisse, scrollt ein bisschen runter, super, das gibt es alles bei Lindner, macht Sinn, oben ist quasi die 2 Frankfurt-Häuser und kann jetzt konfigurieren, geht zum Beispiel rein und sagt, ich möchte eigentlich Bestuhlungsvariante ändern und es wird sofort live nachkalkuliert oder ich möchte meine Ausstattung hinzufügen, pam, 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 Beamer, Flipchart, Pinnwand, Wi-Fi, berechnen wir das neu, zack. Ohne jemanden anzurufen, sofort nachkalkuliert, ja, ohne irgendwelche manuellen Prozesse. Jetzt noch ein bisschen Verpflegung hinzufügen, Mittag, Abend, Kaffeepause, zack, und sofort neu kalkuliert. Zimmer, kein Problem. In dem Fall fügen wir mal 15 Zimmer hinzu. Das ist mehr als, was Sie vielleicht kennen aus dem OTA-Bereich, Maximum 9. Also 15, 20, 25 geht genauso. Und dann wird im Endeffekt sofort der Preis nachkalkuliert mit live verfügbaren Preisen von Zimmern und Kapazitäten. Kunde kann dann nochmal auf die Detailseite gehen, sieht einen Cost-Breakdown, sieht als Beispiel bei Lindner jetzt in dem Fall eine Einzelleistungsauflistung und häufige Bilderchen und entscheidet sich halt irgendwann, wenn er die Bewertung gelesen hat und so weiter und so fort, das einfach zu reservieren. Kann das auch abspeichern, kann später wiederkommen, geht genauso, wenn er noch seinen Chef befragen muss und so weiter und so fort. Und checkt dann ganz normal mit seiner E-Mail-Adresse, seiner Rechnungsanschrift und so weiter aus. Wie gesagt, ohne mit irgendjemandem gesprochen zu haben, konnte das Event jetzt konfiguriert werden, kann später nachkonfiguriert werden, gespeichert werden und so weiter. Anderes Beispiel ist CWT. Die haben jetzt eine Marktplatzlösung und der Use Case hier ist ein bisschen ein anderer. Das kann man als Endkunde nutzen oder das ist ein CWT-Mitarbeiter intern. Ja, also ein interner Mitarbeiter, der hat jetzt einen Kunden am Telefon und der Kunde möchte Angebote. Ja, kein Problem, ich gebe ihre Requirements ein. Passe als CWT-Mitarbeiter noch ein bisschen an, was eben der Kunde am Telefon gerade will. Also es gibt wieder 2 Perspektiven, die Kundenperspektive oder eben die CWT-Mitarbeiterperspektive. Kreiere Angebote, kreiere Preise, passe diese Preise an, konfiguriere nach, was der Kunde eben möchte. Und jetzt kommt der Punkt, während der Kunde noch am Telefon ist, drücke ich hier, es ist fast wie Tinder jetzt schon, drücke ich so diesen Herz-Button, ich nenne ihn den Love-Button, ja, den drücke ich gleich hier, da links, bam, und speichert diesen Preis ab und dieses Angebot mit Verfügbarkeit. Speichert das ab und schickt noch, während der Kunde am Telefon ist, schicke ich dem quasi diese 5, maximal 5 angespeicherten Angebote, schicke ich dem Kunden zu, zack, E-Mail, kann unten noch die Kontaktdaten eingeben, wenn es sein muss. Und der Kunde hat quasi noch am Telefon ein Angebot bekommen, ohne irgendwie 3 Tage zu warten, nur 1 Stunde zu warten. Er kann sofort im Endeffekt
Angebote per E-Mail dann abrufen, nachkonfigurieren, wenn es sein muss, und am Ende buchen. Ja? Also diese Kommunikationsschleife, die Kommunikationsschleife ist im Endeffekt weg. Gut, das war's soweit. Die Präsentation war jetzt ein bisschen, habe ich noch eine Slide? Nein, okay, ich wusste jetzt gar nicht, was in der letzten Veranstaltung noch gelaufen ist. Von daher vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt, gern im Anschluss. Und ich bedanke mich und wünsche noch eine angenehme ITB 2017.